Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Stromkreis des Katalysator Temperatursensors Niedrig Bank 1 Sensor 2. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein allgemeiner Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, die über einen Katalysatortemperatursensor verfügen: Subaru, Ford, Chevy, Jeep, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Dodge und so weiter. Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Der Katalysator ist eines der wichtigsten Emissionsgeräte eines Fahrzeugs. Abgase Strömen durch den Katalysator, wo eine chemische Reaktion stattfindet. Diese Reaktion wandelt Kohlenmonoxid runde Klammer CO runde Klammer, Kohlenwasserstoff runde Klammer HO runde Klammer und Stickoxide NOx in harmloses Wasser runde Klammer H2O runde Klammer und Kohlendioxid runde Klammer CO2 runde Klammer. Um, der Wirkungsgrad des Wandlers wird von zwei Sauerstoffsensoren überwacht, eine stromaufwärts vom Konverter und eine stromabwärts montiert. Durch Vergleichen der Signale des Sauerstoffsensors O2 kann das Antriebsstrangsteuermodul PCM feststellen, ob der Katalysator ordnungsgemäß funktioniert. Ein Standard O2 Sensor aus Zirkonium vor Katalysator schaltet sein Ausgangssignal schnell zwischen ungefähr 0,1 und 0,9 Volt um, ein Wert von 0,1 Volt zeigt ein mageres luft Luftkraftstoffgemisch an, während 0,9 Volt ein fettes Gemisch anzeigen. Wenn der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, sollte der nachgeschaltete Sensor bei etwa 0,45 Volt konstant bereit sein. Wirkungsgrad und Temperatur des Katalysators gehen Hand in Hand. Wenn der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Auslasttemperatur etwas höher sein als der Einlass. Die alte Faustregel war ein Unterschied von 100 Grad Fahrenheit. Viele moderne Fahrzeuge weisen jedoch möglicherweise keine so große Diskrepanz auf. Es gibt keinen echten Katalysatortemperatursensor. Die Codes in diesem Artikel beziehen sich auf den Sauerstoffsensor. Der Teilbank1 des Codes zeigt an, dass das Problem bei der ersten Bank des Motors liegt, das heißt, die Bank, die Zylinder enthält. Sensor 2 bezieht sich auf den Sensor, der dem Katalysator nachgeschaltet ist. Der Fehlercode P042C wird gesetzt, wenn das P ein Signal für einen Sensor mit niedriger Katalysatortemperatur in der Schaltung von Bank 1, Katalysatortemperatursensor 2, erkennt. Dies zeigt normalerweise an, dass der Stromkreis kurzgeschlossen ist. Schwere Grad und Symptome des Codes, der Schwere Grad dieses Codes ist moderat, zu den Symptomen eines P042C-Motorkodes motor können gehören. Beleuchtete Motorleuchte prüfen schlechte Motorleistung, verringerter Kraftstoffverbrauch, erhöhte Emissionen, Ursachen. Mögliche Ursachen für diesen P042C-Code sind Sauerstoffsensor-Defekt-Verdrahtungsprobleme abluft Kraftstoffgemisch aus dem Gleichgewicht geraten Fehlerhafte PCM-PCM-Programmierung Diagnose und Reparaturverfahren Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung des nachgeschalteten Sauerstoffsensors und der entsprechenden Verkabelung. Suchen Sie nach losen Verbindungen, beschädigten Kabeln und so weiter. Überprüfen Sie das Gerät auch optisch und akustisch auf ab. Abgas ein Abgasleck kann einen falschen Sauerstoffsensorcode verursachen. Wenn ein Schaden festgestellt wird, reparieren Sie ihn nach Bedarf, löschen Sie den Code und prüfen Sie, ob er zurückkehrt. Suchen Sie als nächstes nach technischen Service Bulletins (TSBs) zu diesem Problem. Wenn nichts gefunden wird, müssen Sie mit der schrittweisen Diagnose des Systems fortfahren. Das folgende ist ein verallgemeinertes Verfahren, da das Testen auf diesen Code zwischen den Fahrzeugen variiert, um das System zu genau zu testen, sollten Sie sich auf ein Fahrzeugmarkenmodellspezifisches Diagnoseflussdiagramm beziehen. Suchen Sie nach anderen DTCs Sauerstoffsensorcodes können häufig aufgrund von Motorleistungsproblemen eingestellt werden, die ein unausgeglichenes Luft-Kraftstoffgemisch verursachen. Wenn andere DTCs gespeichert sind, sollten Sie diese zuerst beheben, bevor Sie mit der Diagnose des Sauerstoffsensors fortfahren. Überprüfen Sie die Funktion des Sensors, dies geschieht am besten mit einem Diagnosetester oder noch besser mit einem Oszilloskop, da die meisten Personen keinen Zugang zu einem Zielfernrohr haben, werden wir die Diagnose von Sauerstoffsensoren mit einem Diagnosetester behandeln. Schließen Sie den Diagnosetester an den ODB-Anschluss unter dem Armaturenbrett an, schalten Sie den Diagnosetester ein und wählen Sie den Spannungsparameterbank einen sensor 2 aus der Datenliste, bringen Sie den Motor auf Betriebstemperatur und zeigen Sie den Sensorbetrieb auf dem Diagnosetester im Grafikmodus an. Der Sensor sollte einen konstanten Messwert von 0,45 Volt mit nur sehr geringen Schwankungen haben. Wenn es nicht richtig reagiert, muss es wahrscheinlich ersetzt werden. Überprüfen Sie die Schaltung. Sauerstoffsensoren erzeugen ein eigenes Spannungssignal, das an das PCM zurückgesendet wird. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die werkseitigen Schaltpläne konsultieren, um festzustellen, welche Kabel welche sind. Autozone bietet kostenlose Online-Reparaturhandbücher für viele Fahrzeuge und ALLDATADIY bietet Einzelfahrzeugabonnements an. Um den Durchgang zwischen Sensor und PCM zu prüfen, drehen Sie den Zündschlüssel in die Position aus und ziehen Sie den Stecker des O2-Sensors ab, schließen Sie ein digitales Multimeter an, das auf Ohm bei Ausgeschalteter Zündung zwischen dem Signalanschluss des O2-Sensors am PCM und dem Signalkabel eingestellt ist, wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss. Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität. Als nächstes möchten Sie die Erdungsseite des Stromkreises überprüfen. Drehen Sie dazu den Zündschlüssel in die Position aus und ziehen Sie den Stecker des O2-Sensors ab. Schließen Sie ein digitales Multimeter an Ohm bei ausgeschalteter Zündung zwischen der Erdungsklemme des O2-Sensorsteckers, Kabelbaumseite und der Gehäusemasse an. Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, befindet sich auf der Erdungsseite des Stromkreises ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss. Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Durchgang zur Erde. Schließlich Möchten Sie überprüfen, ob das PCM das O2-Sensorsignal ordnungsgemäß verarbeitet? Lassen Sie dazu alle Anschlüsse angeschlossen und stecken Sie ein Kabel für die Rücksonde in den Signalanschluss am PCM. Stellen Sie das Digitalmultimeter auf die Gleichspannungseinstellung ein. Vergleichen Sie bei warmem Motor die Spannungsanzeige am Messgerät mit der am Diagnosetester. Wenn die beiden nicht übereinstimmen, ist das PCM wahrscheinlich fehlerhaft oder muss neu programmiert werden.